Hallo an alle Zuhörer. Ich bin der Callcenter-Quascher und begrüße euch zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Eigentlich war ein anderes Video geplant, aber durch die Ereignisse des heutigen Tages änderte ich meinen Plan. Es rief die Firma Targoswiss bei mir an und die direkt danach riefen die bei Callcenter Basta an. Daher wünsche ich euch nun viel Spaß mit diesem Video nach dem Intro. Ja, bitte. Ja, guten Tag, ich grüße dich. Wie ist schon mein Name? Hallo. Hallo. Ja, Stefan, mein Name von dem Unternehmen Targoswiss. Denn Sie haben sich ja neulich bei uns, bei der Krypto-Ad registriert. Und ich bin bei Ihnen in der Leitung, die Registrierung zum Vervollständigen und das Handelskonto zu kapitalisieren. Ja? Ja. Ja, ich wollte mal nachfragen, wie sind Sie denn auf uns zugekommen? Über eine Werbung oder Empfehlung? Ja, augenscheinlich eine Werbung, weil es war mir jetzt nicht bewusst, bei welcher bin ich jetzt, von welcher Firma sind Sie jetzt? Targus. Nee, das bei Targoswiss, da habe ich nichts von gesehen. Das sind wir. Okay, was haben Sie da gesehen? Also haben Sie das. Wo haben Sie denn da die Registrierung getätigt, also? Ja. Ja, ich habe gerade einen. Augenblick, bleiben Sie mal ganz Melden Sie kurz sich doch dran. nicht schon. Ja. Nichts vergessen. So, Dille. Bin wieder da. Ja, jetzt. Ja. Ja, also wie gesagt, Wohin sind Sie denn auf uns zugekommen? ja, das war mit Sicherheit irgendeine Werbung, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das muss ja irgendwann letzte Woche gewesen sein. Genau, letzte Woche. Wir haben es halt heute leider Sie geschafft anzurufen, weil wir haben wirklich eine Menge zu tun. Und deswegen also haben wir Sie heute kontaktiert. Und haben Sie die Registrierung mit jemandem schon getätigt oder angefangen oder hatten Sie schon mal einen Anruf? Nee, hatte ich noch nicht. Nee. Haben Das Sie noch keinen? wundert mich überhaupt, Okay. dass Sie anrufen. Wieso? Ja, also war mir jetzt Registrierung kommt. irgendwie neu, ne? Hatten Sie mir denn eine E-Mail geschrieben oder? Nee, haben wir nicht. Ja, und dann rufen Sie die Nee, Kunden tut mir leid, direkt haben Sie an. nichts bekommen. Genau. Ja, wie Genau. gesagt, Ihre Firma sagt mir jetzt nicht, aber erzählen Sie mal mehr, weil dann vielleicht fällt mir das ja dann nochmal ein. Genau, also ich weiß nicht, die Nutzungsbedingungen 250 Euro, ja, also Startkapital sozusagen auf Ihrem Handelskonto, da können Sie überall handeln, Ja auf gut, fangen Lust wir und doch erstmal Laune von vorne an sozusagen. mit. Was kann ich Ja, denn überhaupt handeln? wollte ich ja gerade erklären. Da können Sie ja mit Kryptos handeln. Aktien, IPOs, Pre-IPOs, Fonds, Valuten, ja, US-Dollar gegen zum Beispiel Euro, Yen, halt, keine Ahnung. Mit Valuten können Sie handeln, Rohstoffe, Gold, Silber, ja. Ah ja, okay. Wie Sie Lust und Laune sozusagen haben. Ja, und wie Worauf Sie funktioniert Lust und das? Laune haben. Ja, wie funktioniert das Ja, dann? das. Wie meinen Sie, was dort, wie, was meinen Sie mit dem? Ja, Wie wie es es denn bei Ihnen funktioniert. da funktionieren soll? Genau, also Sie können mit einem Handelsroboter traden, die die größten Banker benutzen und die Banken, oder mit einem von unseren Fachexperten, der Sie ja betreuen tut. Hängt ja von Ihnen ab, ja, wie Sie ja, was Sie ja machen wollen. Und ich weiß nicht, was haben Sie mir vorgestellt? Eigentlich, wo Sie ja die Registrierung getätigt haben. Ja, ich hätte gern so ein bisschen Nebeneinkommen machen. Okay. Das Okay. war Ja, mein also Sinn. da können. Ja. Das Ja. ist auch richtig, sozusagen. 5 bis 15% werden Sie ja monatlich dann auch erwirtschaften können. Ist nicht die Welt, aber ganz, ganz konservativ ist es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall besser als die Inflation momentan lebt, oder? Genau, da will man ja so ein bisschen gegen anarbeiten. Genau, Genau. Und genau. grundsätzlich hatte ich mich so für Öl eventuell und Öl, Gas oder
Rohstoffe, also Gold, Gold, Silber, Platin oder so interessiert. Werden Sie, können Sie auch alles mit dem Fachexperten abmachen, wo Sie ja die Handel oder wo Sie ja die Trades setzen werden. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ja? Ich bin ja wie erwähnt nur da, die Registrierung zu vervollständigen und das Handelskonto zu kapitalisieren. Nichts anderes. Den ersten Schritt sozusagen zu machen. Mhm. Gut, und wie heißt Ihre Webseite dann? Weil, wie gesagt, die... TargoSwiss.com. Wie, bitte? TargoSwiss.com. Swiss mit MM. Mit 2S. Ah. TargoSwiss. Targo. Ja, ja, klar, okay. Wie die Targo Bank, also TargoSwiss, wie die Schweiz. Ah ja, okay. .com. Gut, okay. Und wie läuft das so allgemein bei ihm? Was meinen Sie mit dem? Das verstehe ich jetzt mal wieder nicht. Ja, also ich muss irgendwo was einzahlen. Sie zahlen dann nichts ein, tut mir leid, ja. Sie sollten schon eine Überweisung tätigen auf Ihr Handelskonto. Na, das ist doch eine Einzahlung. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun eigentlich. Das ist ja Geld. Ihr Handelskonto werden wir da eröffnen. Ja? Und Sie haben ja nur den Zugriff auf Ihr Geld. Mhm. Okay. Ich nicht, die TargoSwiss ebenfalls auch nicht. Ah ja, okay. Gut, und wie geht das dann jetzt weiter? Ja, sind Sie denn drinnen in unserer Seite? Auf unserer Seite? Nee, ich will mich ja erstmal informieren. Ja, schön. Ja. Kennen Sie sich und wir hören uns dann. Wie auch immer, wann wollen Sie denn, dass wir uns dann nochmal hören, wenn Sie sich da. Ja, Sie sollten mir eigentlich erstmal erklären, wie es bei Ihnen funktioniert. Wenn Sie das nicht können, dann okay. Aber natürlich kann ich Ihnen das erklären. Also der Ablauf ist so, wir bekommen eine Bankverbindung, Sie tun Ihr Handelskonto kapitalisieren, ja, und wenn Sie die Kapitalisierung getätigt haben, können Sie dann sofort anfangen zum Handeln. Ja, wird sich jemand bei Ihnen melden? Ja, einer von unseren Mitarbeitern. Ja, das ist doch schon mal eine gute, dann kommen wir doch so langsam weiter. Okay, und so. Das heißt, ich muss mit einer Banküberweisung überweisen, richtig? Richtig. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, schicken Sie mir doch schon mal die Bankdaten, dann, und wenn ich mir Ihre Seite angeguckt habe, kann ich dann überweisen. Richtig, so machen wir es. Genau. So machen wir es. Meine E-Mail-Adresse haben Sie sicherlich? Ja, die habe ich hier stehen. Ja. Ja, gut. b.r.zuckerschmiedmeier@gmail.com. Genau, ja. Ein Zugschmied. Ah, genau. Was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf? Nee, das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, das ist mein Name. Zugschmiedmeier, ja, ist mein Name. Zugschmiedmeier, habe ich ja. 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 Paul Rudiger. Genau, richtig. Richtig. Aber was machen Sie denn beruflich? Einfach so. Darf ich doch fragen, oder? Ja, ich bin im Stahlbau tätig. Wo sind Sie tätig? Im Stahlbau. Ah, im Stahlbau, okay. Genau, richtig. Schön. Okay. Selbstständig, oder? Nee, selbstständig nicht. Ich bin in der Planung und plane Projekte für andere Firmen. Mhm. Im Stahlbau. Okay, klar, kannst du. Genau. Und wie lange werden Sie denn überlegen müssen, oder wie lange wird das denn dauern bei Ihnen, ja, sich da mal Gedanken zu machen? Ja, das kann ich ja relativ schnell machen. Das ist ja kein Problem. Genau, weil wenn Sie wollen oder wenn Sie es schaffen könnten, können wir heute sofort also ab 14 oder 15 Uhr den ersten Trade auch setzen können. Den ersten Handel. Wenn Sie mir nur den Überweisungsträger zuschicken werden, wenn Sie die Überweisung getätigt haben, dann schicken Sie mir den Überweisungsträger. Ja. Wieso dann müssen wir nicht den Geldeingang dann warten. Ja, eben. Ja, dass wir nicht auf den Geldeingang warten, ja, ja dass wir nicht auf den Geldeingang warten, dann können Sie ja sofort anfangen zu handeln. Das ist da keiner sauer, Tag oder zwei, dass die Gelder angelangt sind, oder? Ja, naja, gut, die Zeit habe ich ja. Ich meine,
Warum soll ich, das Geld kommt doch sowieso bei Ihnen an. Warum soll ich denn dann noch einen Überweisungsträger schicken? Nein, dass Sie nicht auf die Gelder warten müssen. Sie können dann sofort anfangen zum Handeln. Ja, gut, okay. Ja, gut. Weil das kann ja dauern. Das kann ja 72 Stunden dauern halt, bis Naja, die gut. Gelder auf Aber die Ihrem Zeit habe ich dann schon Handelskonto. noch. Also so eilig habe ich es dann doch nicht. Ich bin ja, Ja, okay. ja. Das Verstehe ich muss, voll. Aber ne? falls Sie denn. Sagen Sie, Entschuldigung, was? Ja, nee. Nochmal eine Frage. Also ich kann leider jetzt gerade auf mein E-Mail-Konto nicht drauf gucken, weil mein Rechner Ah, okay. ist noch nicht hochgefahren und der macht so richtig Updates. Deswegen kann ich da momentan noch nicht drauf zugucken. Also die Ach Bankdaten haben Sie so. mir schon geschickt, ja? Ja, die habe ich Ihnen zugesandt. Okay, das ist schon mal gut. Dann kann ich da Das ja weiter. ist die Raiffeisenbank in Ungarn. In Ungarn? Ja. Wo sitzen Sie denn, wenn Sie in Ungarn eine Bank Schauen Sie, haben? wir haben, sehen Sie mal, sind Sie denn bei uns drinnen auf unserer Seite? Nein, bin ich. Ich sagte ja gerade, mein Rechner fährt gerade Ach so. hoch und macht Updates. Wir sind eigentlich in 177 Länder, 170 Länder vermarkten wir. Ja gut, und wo sind Sie Also wie gesagt, registriert? Es muss ja einen Hauptsitz England. geben. Ja, England. Ach so, in England. Und dann haben Sie auch mit Ja. Sicherheit hier in Deutschland Ja, Filialen, ne? natürlich. Natürlich. Ah ja, okay. Klar, wieso, wo sollte ich denn sonst sitzen? Entschuldigung. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, das ist ja logisch, natürlich. Schön, dass Sie auch nachfragen halt. Weil Ja. Sie rufen ja Falls es nun Ihnen ja nicht nichts ausmacht, wirklich. ja, Ja, sagen Sie. gut, Sie rufen ja offensichtlich mit einer Handynummer an, ne? Das ist ja keine Ja, das ist Festnetznummer. eine Ausgangsnummer. Ja, das ist auch eine Ausgangsnummer. Deswegen halt so Servernummer, das ist für uns ja einfacher und günstiger auf jeden Fall, weil wir telefonieren ja fast den ganzen Tag durch. Das ist, hört sich erstmal ein bisschen komisch an, dass man mit dem Handy anruft. Das ist, Ja. weiß ich, normalerweise von Firmen bin ich eigentlich gewöhnt, dass die mit ihrer Festnetzrufnummer anrufen. Geht ja auch übers Handy, wieso denn nicht? Ja, aber ich sage ja, Firmen rufen dann normalerweise immer über ihre Festnetzrufnummer an. Deswegen wundert mich Klar, das nur ein verstehe ich. bisschen. Ja, aber naja, Sie sind ja da der Fachmann. Sie sagen, Sie sind in 177 Ländern. Irgendwie arbeiten Sie? Oder habe ich Ja, das genau. falsch verstanden? Das heißt, Weltweit, genau, weltweit. Wir sind eigentlich, ich bin da, wie erwähnt nochmals, für die deutschsprechenden Gebiete zuständig. Schweiz, Österreich, Deutschland. ja. Tagus tun wir in Okay. den deutschsprechenden Gebieten auch vermarkten halt. Okay, das heißt, Sie haben da schon sehr viel Erfahrung, denke ich mal, ne? Das ist so. Ja. Das ist so. Wie alt ist denn Ihre Firma, wenn Sie in so vielen Ländern Seit schon? 2000, seit 17 Jahren Seit 17 sind wir. Jahren. Aha. Das heißt, ja gut, okay. Und Ihre Webseite ist bestimmt genauso alt, denke ich mal, logischerweise seit 17 Jahren, ne? Ja, die ist bestimmt nicht so alt. Da gab es immer Änderungen und alles drum und dran halt. Na gut, die Änderung einer Webseite, Verstehe ich. man macht ja da nicht eine komplett neue Webseite, wenn Änderungen drin sind. Vielleicht für den deutschsprechenden Raum müsste ja eine neue gemacht worden. Ja, aber Es ist gut. ja nicht hier angef Es hat ja nicht hier angefangen bei uns in Deutschland sofort. Nach 17 Jahren halt. Naja gut, Das aber ich sage, muss ich schon aufbauen Sie halt, auf sagten jeden doch, Sie Fall. haben eine Com-Domain. Tagoswiss.com. Nochmals, wir haben eine. Ja, das haben wir. Ja. Ja, okay. Das hat doch dann nichts mit dem deutschsprachigen Raum zu tun. Sie werden dann ja mit der Com-Domain weltweit arbeiten, oder nicht? Das ist so. Naja, eben. Aber die benutzen wir nur halt. Die Tagoswiss.com. Ja, klar, das ist ja Ihre Domain. Richtig. Ihre Webadresse. Na gut, ist ja schon mal ganz interessant.
Und wie lange, wie alt ist jetzt Ihre Webseite, wenn Sie sagen, die benutzen wir nur? Also das weiß ich wirklich nicht. Ich habe sie nicht Einblick eigentlich. Das können Sie selber nachvollziehen, wenn Sie sich da auskennen. Ja, habe ich gerade gemacht. Aber Sie haben doch gesagt, Sie sind ja nicht online. Ja, inzwischen ist mein Rechner online. Er Ah, ist wie schön. hochgefahren und Wie ich schön. hab dann mal geguckt. Und das Okay, und? sieht nicht sehr gut aus. Was sieht nicht gut aus? Naja, Ihre Webseite ist gerade mal 56 Tage alt. Wie kann denn das Okay. damit zusammenpassen, dass Sie seit 17 Jahren am Markt sind, wenn Ihre Webseite... Ja, und auf einmal wollte die Firma Tagus nicht mehr mit mir telefonieren. Daran sieht man schon, wie seriös diese Firma ist. Na gut, passt auf euch auf und denkt dran, wenn ihr traden wollt, informiert euch sehr gut, bei wem ihr traden könnt. Bis später.